Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Zelda Skyward Sword, yeah. Wir haben das letzte Mal den unzerstörbaren heiligen Mega-Hylia-Schild, den ich gerade ausgezogen habe, erhalten. Das heißt, wir brauchen diesen Wundertrank hier nicht mehr. Tschüss. So. Denn wir haben ja jetzt den unzerstörbaren Schild. Übrigens der Schild, weil der Schutzschild, ne? So, und wir müssten eigentlich noch das Ganze hier nochmal machen, um ein Herzteil zu bekommen. Ich hatte da jetzt mal keine Lust drauf. Ich weiß nicht, wie das beim Dennis der Fall ist. Nee, muss nicht sein. Machen wir lieber ein bisschen weiter mit dem Heldenlied, weil da fehlen ja noch zwei Teile. Und die wollen auch noch geholt werden. Also zurück nach oben. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich würde sagen, es ist mir grundsätzlich scheißegal, aber nicht nach Fyrone. Nein? Nee. Okay, es ist dir scheißegal, nicht nach Fyrone. Ja. Oh, wo gehen wir denn dann hin? Schwierig. Da ist ja noch so viel Auswahlmöglichkeit, ja, ne? Ich muss mal gerade gucken, brauche ich noch irgendwas an Equipment oder so? Schau ich mal in die Abenteurertasche. Nö, das sieht eigentlich alles ganz cool aus. Ja, nee, ich denke, da brauchen wir nichts. Wir gehen da jetzt einfach direkt hin. Da rot. Und wir könnten, das ist es, wir spielen nochmal das Bambusspielchen. Nochmal das Bambusspielchen? Ja, einfach so just for fun. Das Bambusspielchen? Ja, weil das Bambusspielchen ist ja so ein Spielchen, da kann man Schätze gewinnen, ja? Ja. Und vielleicht gewinnen wir da ganz, ganz, ganz zufällig eine Monsterklau. Okay, Würdest du mir mal gerade mein Handy reichen? Unwahrscheinlich, dass wir da eine Monsterklau bekommen. Ja, komm, wir können es ja mal spielen. Jeder nochmal eine Runde das und dann könnten wir natürlich tun. Wir dürfen nur nicht über 28 kommen, weil sonst gibt es einen seltenen Schatz. So. Timer? So. Timer, nicht Stoppuhr. Nein! Und dann stellst du das auf circa, ja, mach mal 13. So, sagen wir 12. Ja, 12 kann man noch ein bisschen überziehen. Geht alles steil. So, warum dürfen die 28 nicht übersteigen? Weil man dann seltene Schätze bekommt. Jo! Hallo Link, schön dich wiederzusehen. Oh, du musst dich in der Kunst des Bambusschneidens üben? Ja. Ja, der Rekord liegt bei 6. Aha, okay, wir sind sowieso total schlecht. Also gut, ich will von dir blitzschnelle Hiebe sehen, in Ordnung? Jawohl. Ja, schneid den jetzt mal so ganz chillig. So. Scheiße, vor mir Schläge. Ja, 20 ist gut. Das Schwert sieht voll mega aus, so hinten. Ich weiß, der Halter. Die Schwertscheide nennt man das. Ach, ne? Mein Junge. Du kannst ja dort. 20 Mal, ja. 20 Mal. So, wenn ich jetzt eine Monsterklaue bekomme, dann breche ich aber ab. Oh, ah, ein Schatten. Schade. Ja. Ich weiß gar nicht, brauchen wir sowas auch noch? Nein. Wohl eher nicht. Willst du eine Runde? Ja. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht über die 28. Ja, das ist ja nicht so schwer. Schnetzel einfach mal ein bisschen drauf los und dann wird das. Und dann höre ich bei 28 einfach auf. Ja, genau. Ja. 10 Rubine. Ach, 10 Rubine. Nein, das habe ich gedacht. Du hast die Regeln. Nein. Ja, erzähl, du musst halt einen Bambus zerschneiden, ne? Ja. Und ja, das ist halt nicht so einfach, ne? Aber das kriegst du schon hin. Ne. Mach's lieber mit dem Control-Stick und du nicht mit der Bewegungslegastheniker, ey. Was? Ich will spielen! So, jetzt zeig mal, wie toll du schnetzeln kannst. Wer schon da sitzt, das müsstet ihr sehen, Leute. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, gut, gut, gut. Ja, sehr schön. Ja! Okay, das war jetzt einfach mal wieder los. Oh, was sagt denn mein Jogel? Du kannst ja durchatmen, Mann. 20 Mal, boah, so, du bist wirklich talentiert. Komm. Ja, das hast du ja redlich verdient. Nein! Ein drittes Mal? Ich hab mich gefreut. Ich dachte gerade, ja. Ja. Nein! Irgendwas mit Monster, ne? Aber. Nee, ich glaube, dann kriegen wir es auch nicht. Schade. Vielleicht ist es ein seltener Schatz. Nein, eigentlich nicht. Also für uns ist er selten, ja, aber nicht für das Spiel. Nein, für das Spiel ist das wahrscheinlich. So wie Blubber. Glibber. Glibber. So. Dann runter da. Ist ja ganz in der Nähe hier. Ich glaube, ich stelle gleich noch den Sound ein bisschen leiser, nicht dass man den wieder hört im Mikrofon. Nee, das hier, du kannst Controller nehmen. Du brauchst nicht aufstehen, Dennis. Oh. So, wohin gehen wir denn? So, heute erzählt ihr Dennis euch mal, wo wir jetzt hingehen. Wohin gehen wir?
Das wirst du jetzt sehen. Oder besser gesagt, wohin wirst du gegangen? Erinnerst du dich ganz am Anfang, als wir hier waren? Da sagte Frey, der Vulkan ist noch aktiv. Was geht denn jetzt? Oh ja, das ist das Gebiet für dich. Wahrscheinlich voll die epischen Krieger. Oh, heavy. Ich bin gefangen genommen worden. Ja. Meine Herzzahl ist niedrig. Ob das was ist schon? Stuhl. Hinsetzen. Der Vulkan ist ausgebrochen. Ja. Du wurdest weggeweht. Und die Bockblins haben dich mal ganz dreist gefangen genommen. Und nicht nur das. Sie haben dir alles genommen. Alles. Alles. Und dich schwerst verwundet. Wie kann ich mich denn jetzt verteidigen? Drück mal 1, dann siehst du noch, was du alles noch hast. Bestimmt Handschuhe. Wow, du bist ein cleverer Junge. Oh ja. Weil anders könntest du ja hier auch nicht rauskommen. Vielleicht könnte ich mit dem Fass das Tor einwerfen. Ich glaube ja eher nicht. Nein. Ich habe das Fass angesprochen. Ach, guckst du was? Ich rette dich. Ja. Es freut mich, dich wiederzusehen. Wie? Du kennst mich nicht mehr? Ich bin Platio von den Mokma. Wir sind uns am nördlichen Tempel begegnet. Ich habe gesehen, wie sie dich fortgetragen haben und bin dir gefolgt. Du weißt das wirklich nicht mehr? Was wolltest du eigentlich hier? Ja, einen Drachen? Meinst du etwa den Gott? Yeah. Ich habe nämlich gehört, dass in diesem Berg ein Gott wohnen soll. Du stehst auf solche Geschichten, was? Ja, es macht mich voll geil. Wie? Was ich hier mache? Ich habe gehört, dass sich hier am Berg allerlei lichtscheues Gesindel herumtreibt. Und meine Erfahrung sagt mir, dass es an solchen Orten ganz sicher was zu holen gibt. Nun, du solltest dich vielleicht erst einmal um das Nötigste kümmern. Ist dir etwa nicht aufgefallen, dass du völlig unbewaffnet bist? You don't say! Als du bewusstlos warst, hat man dir deine Ausrüstung abgenommen. Die solltest du vielleicht suchen gehen. Das hier habe ich mir immerhin schnappen können. Handschuhe. Du hast die Mokma-Klauen wieder. Nutze sie, um dich wie ein, um dich durch Mokma-Löcher zu graben. Ja. Ich mach mich jetzt mal auf. Hab schließlich eilig. Bis dann. Und tschüss. Hi, ja. Ja, cool. Wir müssen uns jetzt wieder komplett neu ausrüsten. Okay, dann buddel mal. Ja, regt mich nie. Oh Mann, die hätten sich auch ruhig eine etwas modernere Zelle aussuchen können. Wow, das ist natürlich ein sehr schwieriges Rätsel. Ja. Aber nimm es nicht zu leicht. Du musst jetzt deine assassinischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ah, sie dürfen mich nicht sehen. Hier, Metal Gear Solid-like. Achso, was ist da? Ein Stuhl! Und bestimmt Gegner, oder? Nö, hier noch nicht. Nein. Hey, Kerne. Aber wir haben keine Schleuder mehr. Das ist blöd. Egal. Wie die uns einfach alles weggenommen haben. Einzig und allein den Hut haben sie uns gelassen. Ich glaube, die Harfe haben wir auch. Die Lyra müssten wir noch haben. Minus. Ja, 1 musst du drücken. Die Abenteurertasche ist nämlich auch weg. Was haben wir noch? Wir haben noch den Paraschall, die Handschuhe haben wir wieder. Wir haben noch die Ohrringe. Was ist das? Das heißt, dass du das nicht mehr hast. Was? Die haben uns sogar die Wasserdrachenschuppe weggenommen? Das heißt, wir können nicht schwimmen. Ja, die müssen wir hier auch nicht. Unser Schwert weggenommen. Und Fei haben sie uns weggenommen. High five! Yeah! Endlich! Aber unsere Feuerdinger haben wir noch. Puh. Ja, da hätten sie auch mit der Zange rangemusst. Also das wäre vielleicht... So, sagst du mir, wo ich hin muss und ich sag... Ja, geh mal einfach da den Weg lang. Und du sagst noch, wenn da Gegner sind, ne? Ja, eigentlich kann dir hier erstmal nichts passieren. Glaube ich. Das haben die Russen uns auch gesagt. Oh. Ja. Ja, komm, geh einfach mal weiter. Oh, der Vulkan ist ausgebrochen. Das sieht so episch und geil aus. Hier kann man speichern. Vielleicht solltest du das mal machen. Okay. Was, wir sind im Osten? Boah, schon wieder? So, da hinten siehst du so Leuchttürme. Ja. Lass dich nicht erwischen, mein Freund. Was ist das? Das ist der Noobstein, der gibt dir hier nochmal Hinweise. Was blinken die Sachen eigentlich alle? Keine Ahnung, vergiss den Noobstein. Okay. Der kann dir hier nochmal Visionen zeigen, weil du kannst nämlich jetzt erstmal nicht ins Wolkenmeer zurück. Hey! Was machst du denn da?
Du kannst doch nicht vollkommen unbewaffnet hier herumstolzieren. Kann ich wohl, siehst doch. Ich habe dir doch gesagt, dass sich hier allerlei Gesindel versammelt hat. Schau dich nur um. Wie haben die so schnell diese Türme und alles aufgebaut? Keine Ahnung. Und die Zäune. Aber ich frage schon wieder nach Logik, tut mir leid. Ja, genau. Bei dem Spiel darfst du einfach nicht einfach. Aber der Tempel ist schon groß. Ja. Da sind unsere Waffen dort hier. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du solltest wirklich deine Ausrüstung wiederfinden. Du willst dich schließlich nicht unglücklich machen, oder? Hast du mich verstanden? Ja, sicher habe ich dich verstanden. Irgendwie mache ich mir Sorgen um dich. Dann gib mir meine Sachen wieder. Also gut, ich zeige dir was. Öffne mal die Karte. Bist du bereit? Ich tue dir jetzt einen riesen Gefallen und verrate dir, was sich in den Truhen befindet. Mega. So, dann setz dir mal ein paar Signallichter. So. Eins. Davor. Mit C musst du die setzen, das weißt du noch, ne? Da. C für die Schleuder. Dann. Da, der magische Krug. Dann. Da, der Greifhaken. Dann da, die Peitsche. Und da oben sind noch Bomben. Da sind meine Bomben. Ja, genau. Mal zum Schluss. So, B. Karte schließen. Leider war da nichts drin, was mich interessieren würde. Ich bin kein Masochist, also brauche ich auch keine Peitschen. Aber es könnten einige deiner Sachen dabei sein. Ja, nur meine Sachen. Denn. Ich mache mich dann mal wieder auf die Schatzsuche. Das war bestisch. Bis dann. Tschüss. So. Dass er die tolle Peitsche nicht wollte. So. Dann kletter mal da hoch. Ich hab Angst. Hätte ich jetzt einen Bogen, wäre das so einfach. Ja, hast du aber nicht. Da ist eine Sackgasse. Sackgasse. Die brauchst du nicht so nah erkunden. So, ab jetzt wäre ich vorsichtig. Schau ich mal um. Ich muss da runter. Nein, musst du nicht. Dann bleib da rauf. Nein, du musst auf der anderen Seite sein. So, da durch die Gasse musst. Oh mein Gott. Aber Vorsicht. Oh mein Gott, was soll ich tun? Oh mein Gott. Nein! Boah, lass dich bloß nicht entdecken, mein Freund. So. Du gehst einfach, die Viecher sind dumm, das wissen wir. Ich sehe mal gerade an. Schleich dich rum. Oh, Vorsicht. In welche Richtung dreht ihr sich rum? Links, rechts? Nach links, renn nach links. Nach links. Nein, runter da. Der sieht dich doch sonst. Hier, runter. Hör auf mit anvisieren. Sonst kommst du da nicht runter. Okay, loslassen. Warte, was schaffen wir das da, oder? Nein, lass das in Ruhe. Das war ja ein Hubstein. Ach so. Abschütteln. So, da kann man rein. Jo. Wir müssen uns jetzt überwiegend unter der Erde fortbewegen. So, da musst du mit Bomben agieren. Das heißt, du musst einen langen Umweg gehen. Nein, der andere Weg. Bist du hier sicher? Ja. Weil du ja von der anderen Seite die Bombe aktivieren musst, verstehst du? Ja. Okay, fangen wir an. Angreifen. Bam! Alles wegboxen. Yeah! Ach. Ich schlag die Scheiße fett. Bäm, ich gehe heute nämlich nicht ins Bett. Wow, du hast so tolle, intensive und krasse Reime. Yeah. Das muss man dir wirklich lassen. Klar, das sieht man auch nicht. Und unter der Erde explodiert ein Riesenteil. Hört keiner, merkt keiner. Also. Vor allem bei so einer Explosion, muss man gucken. Die ganze Erde fliegt in die Luft. Boah. Ja, wie gesagt, merkt keiner. Die sind halt ein bisschen doof. Ja, das sind... Das sind halt diese Bockblins, ne? Jetzt bräuchte man Unsichtbarkeitszauber. Den haben wir nicht, weil wir in diesem Spiel leider nicht zaubern können. Das wurde irgendwie in Twilight Princess ist das irgendwie out geworden, dass man in Zelda-Spielen eine Magieleiste hat. Ich glaube, da wirst du nicht weit kommen. Mann. Drehen. Du musst noch nicht mal drehen. Wie kommt der eigentlich in das Loch da rein? Naja, er ist halt erst 16 oder so. Also ich würde auch nicht in so ein Loch reinpassen. Und der Timer ist auch klar. Der Timer klingelt. Okay, dann schüttel dich noch schnell ab. Yeah. Wohin guckt der? Und dann bis zum nächsten Part bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dann. Und tschüss.